Timo, das ist nicht Frau Schwarz. Das ist meine Mutter. Deine Großmutter. Gestern war sie noch ein Monster und heute soll ich Oma zu ihr sagen, oder was? Ihr spinnt doch! Ich dachte, wir sagen uns immer ganz ehrlich, was Sache ist. Sie haben gelogen. Um dich zu schützen. Es reicht. Du wirst einen Keil in meine Familie treiben. Timo ist nicht dein Sohn. Verschwinde. Ich will um unsere Ehe kämpfen. Lass uns ein paar Tage wegfahren. Hagen? Es ist vorbei. Ach, Arno. Mallorca scheint ein wahrer Jungbrunnen für dich zu sein. Du siehst blendend aus. Findest du? Oh, gracias. Wie geht's, Nico? Oh. Von Elisabeth weiß ich, dass Philipps Vater sogar vor Gericht gehen will. Ja, er will Nico die Vorsorgevollmacht entziehen lassen. Die lebenserhaltenden Maßnahmen bei seinem Sohn eingestellt werden können. Als wenn es für Nico nicht schon schwer genug wäre. Nächste Woche ist der Prozess. Ich muss zurück nach Düsseldorf. Ja, auch wenn ich es schade finde, aber Nico braucht dich mehr als ich. Na gut, dass du wenigstens hier bist. Umso leichter fällt es mir abzureisen. Ist das wieder einer deiner Scherze? Clarissa, es kann nie schaden, wenn jemand ein Auge auf sie hat. Habe ich gerade ein Déjà-vu? In den letzten Jahren war unser Verhältnis ja doch eher frostig. Was soll ich da erst sagen? Aber 10 Jahre im Gefängnis verändern einen Menschen. Auch Clarissa. Sie hat sich verändert, glaubst du? Ja, das Gefängnis hat sie irgendwie, wie soll ich sagen, gezähmt. Sie sehnt sich danach, einfach Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Oh, Clarissa war immer ein Familienmensch. Aber zahm? Bist du sicher, dass wir von der gleichen Frau sprechen? Kaum zu glauben, aber ja. Und wie geht es Julia damit, dass ihre Mutter wieder auferstanden ist? Ja, sie hat ein bisschen gebraucht, um sich an den Gedanken zu gewöhnen. Ricardo ist ihr eine große Stütze. Und er ist ein toller Vater. Er und Timo hängen sehr aneinander. Timo Menes, hallo? Guten Tag. Flugschule Mallorca Sky. Sie sind hier als Interessent für unsere Kurse vermerkt. Ist das richtig? Ja, ja, absolut. Schon. Vielleicht haben Sie dann ja bereits von unserer Verlosung gehört. Was für eine Verlosung? Für einen der Flugprobekurse, die wir aktuell anbieten, bevor im nächsten Frühjahr die regulären Anfängerkurse losgehen. Kostet das was, damit zu machen? Natürlich nicht. Ich nehme an, Sie sind volljährig. Klar. Bestens, wenn Sie teilnehmen wollen, brauche ich nur noch einen Nachweis. Nachweis? Sie wissen schon, ein offizielles Dokument, Ihren Ausweis oder eine Geburtsurkunde. Sind Sie noch dran? Ja, ja, klar. Ich bin auf jeden Fall dabei. Dann kommen Sie am besten in den nächsten Tagen vorbei. Auf Wiederhören. Er klang sehr interessiert.
Davon gehe ich aus. Aber er ist noch keine Achsen. So kann ich ihn nicht fliegen lassen. Die Jugend keine Geduld. Danke für Ihren Einsatz. Wichtig ist nur, dass Timo an diese Verlosung glaubt und unbedingt daran teilnehmen will. Okay, vielen Dank. Vale. Vale. Hasta la vista. Adios. Clarissa? Ich hab dir jemanden mitgebracht. Hallo, Clarissa. Hallo, Charlie. Ja, sehr schön. Vielen Dank. Großartig. Dieser Richter Schachmeier ist ein knallharter Hund. Paragraphenreiter, aber genau richtig für deine Zwecke. Ist bekannt dafür, dass er sich nur an die Fakten hält. Dann habe ich wirklich gute Karten im Prozess gegen Trutz. Die Vorsorgevollmacht besagt, dass nur ich über die lebenserhaltenden Maßnahmen von Philipp entscheiden darf. Danke, Ansgar. Tut mir leid, dass ich es erst vergessen hatte. Ja, diese Kim hat dir wirklich den Kopf verdreht. Ich kann dir nur eins sagen, schlag dir die Kleine aus dem Kopf. Nico, ich hab's dir schon mal gesagt, ich bin nicht verliebt in Kim. Ja, das hast du wirklich schon mal gesagt. Nein, es ist nur... Also ich werde jetzt hier nicht anfangen, mich vor dir zu rechtfertigen. Kim ist ein nettes Mädchen und mir ist es halt wichtig, dass es ihr gut geht, mehr nicht. Wie war das mit dem Rechtfertigen? Oh mein Gott. Naja, das ist ganz normal für dein Alter. Bitte? Ja, das nennt man Midlife Crisis. Also, ich habe ja schon gehört, dass nicht so sehr gegen das Altern hilft wie die Liebe einer jungen Frau, aber... Ansgar, sie ist minderjährig. Und ich denke, du bist nicht in sie verliebt. Das bin ich auch nicht. Aha. Was denn? Kein süffisanter Kommentar? Oh Gott, das ist wirklich schlimmer, als ich dachte. Probier's mal mit einem neuen Sportwagen. Midlife Crisis. Du bist es wirklich. Hätte ich mir auch denken können, dass du hier auftauchst. Dein Neffe konnte nicht die Klappe halten. Was willst du denn damit bitte andeuten? Nichts. Du warst schon immer die größte Schnatter ganz von Düsseldorf. Olli hat dich gehalten. Ich weiß von Arno, dass du noch lebst. Dankeschön. Eine solche Fehleinschätzung wäre dir früher nicht unterlaufen. Du hast nachgelassen, meine Liebe. Wir werden alle älter. Och, ich kann mich da nicht beschweren. Leider haben nicht alle Frauen das Glück, von der Zeit so begünstigt zu sein. Wenn du meinst. Immerhin, deine Haare haben sich nicht verändert. Wie oft musst du denn mittlerweile nachfärben? Oft. Also, ich finde, wir werden alle nicht jünger und es ist doch bewundernswert, wenn man dazu steht und in Würde... Dir bleibt ja auch nichts anderes übrig. Und denk dran, wie oft du mittlerweile vergisst, die Kaffeemaschine auszumachen. Ein Wunder, dass noch nichts Schlimmeres passiert ist. Alles wie früher. Alles so wie früher. Ich sag ja nur, ich hab's geahnt. Warum musstest du ausgerechnet mit Hagen schlafen? Dem Mann deiner Schwester. Danke, Papa. Ich hab's dir doch gesagt, es ist genau das, was ich jetzt brauche. Ich wollte doch nicht, dass Hagen sich von Marlene trennt. Zigmal habe ich mir gewünscht, ich könnte das einfach so abstellen. Ich wollte Marlene doch nicht so wehtun. Das weiß ich doch. Aber wir können das Rad der Zeit nicht zurückdrehen. Aber für Marlene da sein. Gemeinsam. Als Familie. Jetzt lässt du mich das machen. Ich muss doch üben. Du musst dich jetzt mal hinlegen und ausruhen. Mama, ich treffe mich in einer Stunde auf Königsbrunn mit meinem Pianist. Es ist Endprobenphase. Ja, aber da willst du doch nicht vor Müdigkeit in deine Noten fallen. Weißt du was, du hast noch mindestens eine halbe Stunde. Komm, leg dich mal hin. Ich weck dich auch rechtzeitig.
Ich kann sowieso nicht schlafen. Aber dann mach wenigstens die Augen zu. Du musst irgendwie versuchen, zur Ruhe zu kommen. Wir sehen, danach wird es dir besser gehen. So, und wo ist jetzt das Problem, das verstehe ich nicht. Ich meine, so ein Probekurs für Umme ist doch perfekt. Neo, perfekt wäre es, wenn ich 18 wäre. Die wollen nachweisen, dass ich volljährig bin. Du hast halt deinen Ausweis verloren, lässt ihn gerade nachmachen, reicht ihn nach. Das ist doch nicht dein Ernst, habe ich gerade frisch geputzt. Aber ganz ehrlich, die kriegen das raus, wenn ich jetzt nochmal anrufe, dann checken die bestimmt, dass ich mich schon mal angemeldet habe und die Unterschrift meiner Mutter gefälscht habe. Hey, das ist doch ewig her. Die checken das bestimmt. Oh, was bist du für eine Lusche? Das kommt also dabei raus, wenn man so ein Reiche-Leute-Söhnchen ist und also in den Arsch geblasen kommt, ja? Mal, kannst du mal aufhören, hier den Klugscheißer zu geben und mir ein, zwei Tipps geben, wie ich an diesen Nachweis rankomme? Gut, die Ausweisfälschung kriegst du nicht hin und Geld für einen Profi hast du auch nicht, das ist Fakt. Ein Profi? Du, wenn ich irgendwann die Kohle zusammen habe für einen Profi, dann rufe ich dich an, dann kannst du mir ja den Kontakt mit der Mafia herstellen. Aber mit deiner Geburtsurkunde, das könnte klappen. Die Geburtsurkunde müsste irgendwo zu Hause rumfliegen. Eben, Mann, dann machst du dich einfach ein Jährchen alt aus. Na, 94 machst du eine 93 und zack, hebst du ab. Hey, weißt du eigentlich, wie super das ist, wenn ich diesen Probekurs gewinne? Dann bin ich im nächsten Jahr beim Anfängerkurs Meilen voraus. Das ist mein Mann, genau die richtige Einstellung. Ich darf mich nur nicht erwischen lassen. Du, ich kann dir dabei behilflich sein und deine Mutter ein bisschen ablenken. Emilio, ich krieg das auch ganz gut ohne deine Hilfe. Ich denke nicht. Ich denke doch. Ich denke nicht. Ich denke doch. Ich denke doch. Schön hast du es hier. Allerdings, früher hättest du dir etwas Prätentiöseres zugelegt. Ja, früher war vieles anders. Und hast du deine Prioritäten also im Gefängnis neu geordnet? Warum bist du hier? Arno hat mir schon gesagt, dass du nicht gerne über diese Zeit sprichst. Aber Clarissa, was ist passiert? Wie hast du diesen Flugzeugabsturz überlebt? Und warum warst du im Gefängnis? Meine Güte. Im Krankenhaus hat mir irgendjemand Drogen untergejubelt und dann war ich eben dran. Na, wenn du mich fragst, dann passt das doch am ehesten zu Tanja. Ja, Tanja. Die ist doch tot. Also war der Absturz nicht ganz umsonst. Du hast viel durchgemacht. Jetzt steht nicht so rum. Wollt ihr was trinken? Lass mich das machen. Charlie? Ein Wasser. Müsst ihr die Hände waschen? Zum Anstoßen braucht man einen Anlass. Ich lebe noch, reicht das nicht? Kommt drauf an, was du jetzt vorhast. Clarissa hat Sehnsucht nach unseren Kindern, Charlie. Danke. Aha. Der Gedanke an Jan und Julia hat mir Kraft gegeben. Wenn du Kinder hättest, würdest du das verstehen. Wenn ich Kinder hätte, wäre mein Familienleben völlig anders verlaufen. Willst du mir jetzt meine Fehler vorrechnen? Ich habe sehr viel an dich gedacht in den letzten Wochen. Wenn mein Timing stimmt, dann erwischen wir Ansgar, wenn er seine Briefe unterschreibt. Das macht er immer am Empfang. Ich weiß nicht so richtig. Also, du bringst mich nach einer total heißen Nacht zur Arbeit. Na ja gut, also vielleicht sollten wir die dann einfach mal durchspielen, damit wir auch überzeugender sind und der Opa auch schnallt, dass er eifersüchtig werden soll. Ja, also, du verabschiedest dich von mir, gern mit Kuss und gibst mir dann die Rosen. Warte mal, das ist zu dick. Das ist romantisch. Das habe ich nicht mal für Helena gemacht. Vielleicht war das genau ihr Problem. Guten Morgen, Ansgar. So freundlich. Lass mich raten, du brauchst Geld? Ich doch nicht. Das Auktionshaus. Und was ist, wenn Helena da ist? Ja, und ihr seid nicht mehr zusammen. Komm schon, du hast es mir versprochen. Frauen wollen eben immer nur das eine. Ja, ein Glück für dich, dass du an der Quelle sitzt. Sonst wäre dein Leben ganz schön langweilig. Auf den Hintern. Ja, warum denn nicht? Es soll ja nicht nach Blümchensex aussehen. Jetzt mach schon. Na
gut, also wenn du mich so nett bittest. Und Action. Na schön. Wie viel brauchst du? Huch. Andi. Das ist ja lustig. Kim und dein Bauarbeiter. Die Rosen. Oh, die sind für dich. Danke, Sweetie. Bitte. Dann klappt's. Oh, du machst mich so heiß, Schnecke. Schnecke? Bis heute Abend, ja? Ciao. Ist das ein geiler Morgen, oder? Denn da? Ich. Willst du mit unseren Sparbüchern durchbrennen? Nee. Hast du was angestellt? Quatsch. Ich kenne doch diesen Blick, so guckst du nur, wenn du was ausgefressen hast. Ich bin auf der Suche nach dicken Textmarker fürs Zentrum. Textmarker? Hm? Und deshalb dieser Aufstand. Entschuldige mal, du wirst ja immer zur richtigen Furie, wenn dann irgendwas von deinem Schreibtischensemble borgt. Ja, borgen ist gut. Was immer du in die Finger bekommst, verschwindet in einem schwarzen Loch. Das stimmt doch gar nicht. Hier. Ah, grün und gelb, super. Nicht so schnell, warte mal. Bist du zum Mittag wieder hier? Das weiß ich noch nicht. Warum? Dein Vater will mit dir reden. Ich glaube, es ist wichtig. Hallo. Hallo. So, die anderen mal weg. Dana, bitte. Was? Tja, dann. Meine Trennung von Marlene hat nichts mit dir zu tun. Ja, klar. Deswegen hast du mich vorher noch geküsst. Küssen kann man kaum alleine. Aber ich wollte das nicht. Ich weiß, es tut mir auch leid, dass ich dich in diese Situation gebracht habe. Naja. Ich will dir nur sagen, dass du keine Schuld hast. Ich habe deine Schwester geliebt. Sonst hätte ich sie nicht geheiratet. Aber meine Gefühle haben sich geändert. Das ist traurig, aber ich kann es nicht ändern. Das hat natürlich gar nichts mit mir zu tun. Nein, das nicht. Vielleicht ist es mir schneller klar geworden, weil ich mich in dich verliebt habe, aber meine Gefühle für dich sind nicht der Grund. Mich von dir zu trennen war der einzig richtige Schritt, alles andere wäre Heuchelei gewesen. Ganz unabhängig davon, was jetzt folgt oder nicht. Ich will Marlene nicht noch mehr verletzen. Und ich verstehe auch, dass du Angst davor hast, was passiert, wenn sie die Wahrheit erfährt. Also von mir wird sie nichts über unseren Ausrutscher erfahren. Na, wenigstens du bringst ein bisschen Sonnenschein ins Haus. Gibt's dafür einen besonderen Grund? Ein Projekt von mir lief heute sehr erfolgreich. Oh, Glückwunsch. Danke. Scheint sich da ja richtig eingelebt zu haben. Mhm. Aber Gräfin Lahnstein ist doch zurzeit gar nicht da. Aber da gibt's so eine ganz tolle Erfindung. Nennt sich Telefon. Was meint ihr? Sollen wir sie nicht doch wecken? Vielleicht hat sie Hunger. Ich hab's schon versucht. Aber wenn sie so tief schläft, vielleicht ist das Beste so. Wenn sie wenigstens weinen könnte. Was? Was ist mit Marlene? Hagen hat sich von ihr getrennt. Was? Was? Ich meine, warum? Hey, sag doch! Nicht so laut. Wolf? Guten Tag, Frau Wolf. Tristan von Lahnstein hier. Ist Marlene zu sprechen? Graf Lahnstein, ja, sie hat sich gerade hingelegt. Bitte? Wir müssen proben. Es geht ihr nicht so gut. Ich gebe sie Ihnen mal. Oh, Tristan, hey, ich bin in einer halben Stunde da. Spätestens. Ist gut. Tschüss.
Vielleicht ist Arbeit jetzt auch genau das Richtige für mich. Ablenkung, Stress, Lampenfieber. Aber was, wenn du Hagen triffst? Keine Ahnung. Bis später. Kannst du mir nicht wenigstens einen Tipp geben? Du, ich will deinem Vater da echt nicht vorausgreifen. Aber Clarissa hat mir versprochen, dass sie dich in Ruhe lässt, wenn du das willst. Tja, mit Frau Schwarz bin ich, glaube ich, erstmal durch. Deine Entscheidung. Reaktionsfähigkeit null. Das habe ich von dir geerbt. Da kann man nichts machen. Hör unseren Sohn an. Also dich schlage ich immer noch mit links und verbundenen Augen. Ach so, ist das so, ja? Das ist so. Na, dann zeig mal her. Ja. Ich lass euch dann mal. Und jetzt, hör einfach hier weg, sag. Du kannst mir gar nicht zugucken. Oh, komm mal, Harry. Da haben wir ihn aus. Abgeladen. Ich hab wieder das gesehen. Also, das war purer Zufall, ja? Ich fordere Revanche, aber ich will mal nicht so sein. Ich fasse es nicht. Sie haben Mallorca gegen Sporting Sevilla. Heute Abend. Okay, was musstest du machen, um die aufzutreiben? Ich habe dich für einen Monat als Erntehelfer vermietet. Oliven. Und danach dachte ich, ziehen wir um die Häuser und lass dann über Touristen. Ist ja auch schon eine Weile her. Dann bist du dabei? Klar, das lasse ich mir doch nicht entgehen. Ja? Miguel? Sofort? Okay, bis gleich. Ich muss los, Papa. Dann hau schon ab. Die Revanche holen wir nach, ja? Ey, und Timo? In voller Montur, ja? Ich hab nichts anderes erwartet. Gehört doch zur Tradition, dass wir uns zum Brot machen, oder? Und? Was und? Ansgar, wirst du etwa alt? Jetzt fang du nicht auch noch damit an, okay? Du wolltest über eine Etaterhöhung für das Auktionshaus nachdenken. Ach, das ja. Ja. Schon allein unser Trip nach New York. Die Exponate für die Purgatoriumsausstellung, die waren sehr kostspielig. Und mit den bewilligten Geldern schaffen wir das nicht. Ja. Jedenfalls wolltest du das Budget aufstocken. Ah, okay. Sag mal, und du steckst das alles so einfach weg? Keine Ahnung, was meinst du? Na, die Show, die dein kleiner Bauarbeiter hier mit Kim abgezogen hat. Du, danke, das ist schon in Ordnung. Ehrlich gesagt, ich habe nie so ganz verstanden, was die Mädels eigentlich an dem Typ finden. Muskeln. Oh, nicht schon wieder. Alles in Ordnung, Ansgar? Ja, ja, was soll schon sein. Er wird alt. Blöde Kuh. Ah. Die Post. Moment, 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 nicht so schnell. Komm mal her. Den oder den? Oder beide? Beide? Du Arme. Hey, ich fand das doch gar nicht so schlimm. Ich meine, es kommt ja jetzt nicht nur auf die Größe an. Da spinnst du ein bisschen? Naja, wenn sich ein Mann in deinem Alter so einen Schlitten kauft, dann weiß doch jeder, was die Stunde geschlagen hat. Das frage ich auch dich. Du bist ja froh, wenn du bei so einem Auto die Rückbank findest. Die würden einfach gut in meine Sammlung passen. Ach, jetzt gleich eine ganze Sammlung. Okay, dann nehme ich das natürlich zurück. Ich wusste gar nicht, dass du in der Midlife-Crisis bist. Ist schon ein bisschen spät, ne? Raus. Ich gehe schon. Frau von Lahnstein wird jeden Augenblick da sein. Es tut mir leid. Wo wollen Sie denn hin? Ich habe noch einen anderen Termin. Noch sind Sie für uns gebucht. Ja, aber... Sie werden dafür bezahlt, also sehen Sie zu, dass Sie in den Flügel kommen und reinhauen. Na, los! Marlene... Ist alles in Ordnung, wir können es auch verschieben. Mir ging's nie besser. Du hast doch immer gesagt, dass ich mich mehr in die Rolle einfühlen soll, wie sehr Lily Rose an dem gebrochenen Herzen leidet.
Und jetzt, wo Hagen sich von mir getrennt hat, sollte das nun wirklich kein Problem mehr sein. Danke, das finde ich auch. Nur deine Mutter ist da völlig anderer Meinung. Hört sich an, als hättet ihr genauso viel Spaß wie früher. Ich hoffe, sie hat sich gefreut. Ich glaube, da ist sie sich noch nicht ganz so sicher. Du kennst sie ja. Allerdings. Die beiden sind das reinste Bienenfeld. Ach, Arno, jetzt hör auf. Ich hatte mich wunderbar im Griff. Ja, stimmt. Ich habe Schlimmeres erwartet. Aber weißt du, ich musste meine alte Freundin Clarissa einfach wiedersehen. Und natürlich euch. Oh, für mich hast du immer zur Familie dazugehört. Es ist schön, dass du da bist. Erst recht jetzt, wo Arno uns hier alleine lässt. Ja. Aber du weißt, dass du hier immer willkommen bist, oder? Ja, danke. Aber Nico, ich denke, ich möchte in ihrer Nähe sein. Ich weiß, das verstehe ich doch. Hauptsache, es dauert nicht wieder Jahre, bis du wiederkommst. Ist schon zugesagt. Na los, komm erst mal rein. Danke für deine Hilfe bei Linie, Clarisse. Oh, das war ein schönes Stück Arbeit, meine Hübsche. Das erzähle ich dir mal. Aber ich habe es gern gemacht. Wenn ich mir vorstelle, Tanja hätte die Fotos von Jan und mir für ihre Zwillingskampagne benutzt. Die du ja glücklicherweise verhindert hast. Ja, aber wenn Clarissa erfährt, dass Tanja sich nach Maries Tod das Modelabel unter den Nagel gerissen hat. Gott, bleibt wirklich nur zu hoffen, dass sie mit diesem Teil ihrer Vergangenheit endgültig abgeschlossen hat. So, einen Kaffee? Timo, bitte, sei nicht albern. Wir sind eine Familie. Ach echt? Dabei heiße ich gar nicht Schwarz. Was hast du denn erwartet? Es ist so viel passiert. Ich musste rausfinden, was... Jetzt wissen Sie's. Ich habe zu Hause alles nach dieser verdammten Geburtsurkunde durchsucht. Nichts. Ich sag's ja, reiche Leute solche eben. Danke für den Beitrag. Sonst noch was? Im Plan. Es gibt noch genau einen Ort, wo eine Geburtsurkunde von dir rumliegt. Was bist denn du für ein Wichtigtuer? Schon mal überlegt, Politiker zu werden? Monsignor Matthäus Aktenschrank. Du meinst den Aktenschrank im Büro von Padre? Exaktamente. Komplizierter geht's nicht, ne? Willst du fliegen oder willst du fliegen, ne? Ich weiß nicht, ob du dich vage daran erinnern kannst, was für einen Ärger wir das letzte Mal bekommen haben, als wir das Büro von Padre nur betreten haben, um nach Hinweisen für Leonie zu suchen. Wir brechen auch nicht ein. Sondern? Du wirst es mal. Ich? Mhm. Du weißt doch, der Monsignor hat mich eh schon auf den Kieker. Und wenn ich noch mal so ein Ding bringe, kann ich nicht erwarten, dass sich der Padre weiter einen Schützen vor mich stellt. Und dann bin ich schon wieder in Südamerika. Ich habe mal eine Frage. Mhm. Wer ist jetzt hier die Lusche? Ich sehe Schmiere. Und zwar bewaffnet. Also. Zum Glück hat Helena kein Fass aufgemacht. Ja, zum Glück. Du mach dir gar nichts draus, dass Ansgar nicht eifersüchtig geworden ist. Wie kommst du darauf, dass er nicht eifersüchtig war? Naja, er ist nicht gerade hinten übergefallen. Muss er doch auch gar nicht. Andi, schon mal was davon gehört, dass es Leute gibt, die sowas nicht zugeben wollen? Im Inneren, da war er wirklich eifersüchtig. Stimmt, jetzt, wo du es sagst. Ansgar ist aber gerade nicht hier. Und? Ja, das heißt, dass die hier da nichts zu suchen hat. Was sagst du jetzt schon, nach 10 Minuten? Will dir bloß nichts ein. Du, wir können das ja vielleicht noch mal üben, damit unser Auftritt beim nächsten Mal auch funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir diese Aktion noch mal wiederholen müssen. Ricardo, ohne ihr Eingreifen in die OP hätte Philipp es wahrscheinlich gar nicht geschafft. Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Umso tragischer, dass er kurz darauf diese Hirnblutung bekommen hat. Ja, das ist so bedrückend. Denken Sie denn auch, dass er wirklich gar keine Chance hat? Professor Jäger ist eine absolute Koryphäe auf dem Gebiet der Komaforschung. Wenn selbst sie keine Therapiemöglichkeit mehr sieht, fürchte ich, dass seine Gehirnaktivitäten erloschen sind. Nico,
Sie war so glücklich nach der Hochzeit. Gott, die beiden wollten nach Tibet. Und dann... Du bist ja bald bei ihr. Nico braucht dich jetzt. Sollen wir dich wirklich nicht fahren? Nein, nein. Ich nehme später ein Taxi. Machen wir es kurz und schmerzlos. Das dachte ich eigentlich auch. Hallo. Ich wollte nicht stören. Wenn du wegen Timo gekommen bist, ich hab dir gesagt... Nein, nein, ich bin hier, um mich bei deinem Mann zu entschuldigen. Ich hatte gestern das Gefühl, dass du vielleicht etwas falsch verstanden hast. Ach ja? Ja, falls es ein Missverständnis gab, dann tut mir das sehr leid. Aber du sollst wissen, ich nehme dir den Rauschmiss nicht übel. Da bin ich aber froh. Ich habe Timo etwas zu sehr bedrängt. Geduld ist eben nicht meine Stärke. Mensch, worauf wartest denn du noch? Ich sag doch, der Pater ist nicht da. Beim letzten Mal warst du dir auch sicher, dass er ein bisschen länger in der Kirche beschäftigt sein wird. Kleinigkeit. Du gehst jetzt da rein und holst dir deine Geburtsurkunde, änderst die Zahlen, dann rennst du in den Copyshop und kopierst das Ganze mindestens 3-mal. Dann ist die Zahl so verwischt, dass die Fälschung nicht mehr erkennbar ist, okay? Will ich wissen, woher du das hast? Eher nicht. So. Und rein. Ich warte draußen. Trotzdem werde ich Timo nicht beeinflussen. Er muss selbst wissen, wie er zu dir steht. Selbstverständlich. Ja. Ist ja auch egal. Was denn? Ich muss ja wohl niemandem erklären, wie es ist, jahrzehntelang im Gefängnis zu sitzen. Da kann man schon mal ungeduldig werden, wenn man draußen ist. Es waren 10 Jahre. Haben sich aber wie Jahrzehnte angefühlt. Das kann nur jemand verstehen, der das selbst erfahren hat. Die Einteilung der Küchenschichten, die übernehme ich nicht. Da musst du Isabella fragen. Stimmt, ja. Ach so, wo ich dich gerade sehe, weißt du, wo Leonie ist? Weil bei dem Mendez ist sie ausgezogen. Leonie, die macht, glaube ich, eine Rundreise über die Insel. Aha. Ja. Alleine oder mit ihrer Mutter? Alleine. Die hat ja gerade ein Problem mit ihrer Mutter. Habe ich Ihnen schon erzählt? Das muss ich jetzt mal loswerden. Es ist echt verblüffend, dass das schönste Mädchen der Insel ihre Tochter ist. Glückwunsch. Was haut dich so aus den Latschen? Ja, die Liebe, ja. Die Liebe, weites Thema. Das ist wirklich eine Sache, die trifft einen von hinten unerwartet. Und ohne, dass man es will und unwillkürlich, wird man dann getrieben. Man wird agil, möchte viel unternehmen und ist auch immer im Redefluss. Aber andere Sache. Könnten Sie sich vorstellen, dass ich Emilio Sanchez Ihr Schwiegersohn sein könnte? Hi, Padre. Wieso werde ich das Gefühl nicht los, dass ihr beide was ausgefressen habt? Wir? Wieso sollten wir? Ich will's gar nicht wissen.
Falls du das ernst meinst. Aber natürlich. Bin ich bereit, deine Entschuldigung zu akzeptieren. Alles Weitere werden wir sehen. Ich danke dir. Wäre dann wieder soweit. Ich könnte Hagen erwürgen. Hätte er wenigstens bis nach der Premiere warten können. Ja, manchmal da merkt man erst spät, wie weit man sich von seinem Partner entfernt hat. Wenn du mit Marlene wirklich keine Chance mehr siehst, dann soll... Geh da jetzt bitte nicht rein. Wie geht's ihr? Sie steht völlig neben sich. Nee, tut mir leid, noch mal von vorne. I wish I could hold you once again. Just reach out your hand. Life has turned a light off in your eyes. Wieso spielen Sie nicht weiter? Na los, spielen Sie! Sind Sie taub? Sie sollen spielen! Nein, überhaupt nicht, ist gut! Wie konntest du mir das nur antun, Hagen? Du hast ja alles kaputt gemacht, alles! Ich behalte dich im Auge, auch von Düsseldorf aus. Das ist schön. Wir können stolz auf unsere Tochter sein. Ich hoffe, eines Tages wird sie das gleich über mich sagen. Und vielleicht auch über dich. Ich werde dafür sorgen. Dich wiederzusehen. Tja, aber jetzt hast du ja statt meiner Charlie an deiner Seite und für Austern, Champagner und tiefsinnige Gespräche ist sie zweifellos der bessere Partner. Wir werden sehen. Arno, was ist los? Ja. Alles Gute. Keine Sorge. Ihr seht euch wieder. Zum Glück war die noch da. Wer soll die denn bitte freiwillig klauen, hä? Dir ist schon klar, dass Timo diesen ganzen Verkleidungskram nur dir zuliebe mitmacht, oder? Unsinn. Der Junge liebt das. Er hat es geliebt, als er ungefähr 5 war. Davon verstehen Frauen nichts. Da geht's um männliche Initiationsriten, so alt wie unsere Kultur selbst. Ja, für dich. Für Timo. Er hat es sich schon so lange gewünscht. Perfekt.
Du siehst toll aus. Kannst du lügen? Gott, wenn du jemals von mir verlangst, dass ich sowas anziehe, reiche ich sofort die Scheidung ein. Dann lüg lieber weiter. Ich liebe es, dass du unseren Sohn immer noch dazu zwingst, sich zusammen mit dir zu blamieren. Das härtet den Jungen ab. Und macht ihn bereit fürs Leben. Was soll ich denn machen? Mein Vater besteht drauf. Wahrscheinlich ist man ab einem bestimmten Alter schmerzfrei. Es kann natürlich sein, dass er verstanden hat, dass er nie wieder cool sein wird. So, und jetzt zeig mal her, du hast ja bestimmt irgendwelche dämlichen zweiten Namen. Hab ich nicht. Sowas wie Ulf. Ulf. Na gut, das ist mehr ein Geräusch als ein Name. Horst. Ja, genau. Und Willi. Komm, beweise, sonst erzähle ich den ganzen Touri-Mädels, dass du Willi heißt. Oh, das wären fette Jahre für mich. Auf die alten Zeiten. Auf die neuen. Was? Glaubst du, dass der Leopard seine Flecken verlieren kann? Vielleicht im Bleichverfahren schon. Ich nehme dir deinen Wandel nicht ab. Ist mir egal. Ich kenne dich. Du bist immer noch ganz die Alte. Also allmählich. Hat er dich jemals zu einem Spiel versetzt? Nicht einmal. Na, siehst du. Und das, obwohl er schon lange nicht mehr so fußballbesessen ist wie du. Mein Sohn und ich. Was denn? Doch ein peinlicher Zweitname, hä? Lass mal sehen. Name des Vaters unbekannt. Dann ist dein Vater. Ich bin Vater.